Oh. Oh nein, wir haben die älteste lebende Blase der Atlantianer zum Platzen gebracht. Das gibt Ärger. Okay, hier der Plan. Bleib dort stehen und heul wie ein Baby. Nein, das wird nicht funktionieren. Flüchte durch den Palast. Wir werden Patricks Kraft, Sandys Lasso, Thaddeus Tentakel und Mr. Krabs Taschen einsetzen müssen. Ich wollte meine eckige Hose zur Hilfe anbieten, aber meine Fähigkeiten mit dem Pfannenwender sind wohl nützlicher. Führe die Charaktere umher und setze ihre Fähigkeiten ein, wenn die entsprechende Aufforderung erscheint. Wie das jeweilige Talent einzusetzen ist, siehst du am oberen Bildrand. Vergiss nicht, du kannst doch zwischen den Charakteren wechseln. Das ist eine sehr tolle spezifische Sache, was wir machen können. Und das werden wir auch benutzen, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt halt erstmal hier rausflüchten über sämtliche Dinge. Und jetzt auch schon sind ich und Sandy zuerst dran. Schau dir das an, Sandy. Wir werden gemeinsam etwas unternehmen müssen. Wir werden zusammen herausfinden, wie wir hier rauskommen, SpongeBob. Lasso, ich kann einfach rüberziehen. SpongeBob Schwammkopf und Sandy Cheeks, was für ein Team. Okay, was jetzt? Lasso? Genau ins Schwarze! Ich kann nur ziehen und das war's. Okay, ich bin interessant. Dran. Hey, das kann ich mit meinem Pfannenwender bewegen. Yes, genau das kannst du und das genau muss das brauchen wenden. Wir. Und schmeiß das am besten runter, wenn es geht. Das wird nicht funktionieren. Geht nicht. Der war nicht schlecht. Der. Zack. So, ja und jetzt? Ich bin bereit. Ich werde uns mit dem Lasso ein paar Wege schaffen. Aha. Das ist dezent etwas komisch. Aber gut. Wir werden uns da jetzt nicht so beschweren. Ah nein, abbrechen, abbrechen. Ah, shit. Na los! Und schnell, 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 schnell. Oh, komm, ti, und... Warum? Ach Leute, das ist Nächster etwas Versuch. Komplizierter als erwartet. So, jetzt halt und ziehen. So ist's gut. So, ab hier werden wir jetzt gleich wieder Schmonschelle Bock brauchen. Bratensaft? Oh. So, ich sollte mich besser beeilen. Ja, mach jetzt nicht so die Hektik, das können wir uns auch später mal beeilen. Was ist hier los? Zwei Wachen, die wohl blind sind. Verstehe. Ja, ein bisschen blinzen sie schon. Ich bin aber ja gut. Wir sollten die Lichter ein Weilchen einschalten. Ein Weilchen? Ich gebe auf. Ich gebe auf, Sandy. Du bist ja mal richtig produktiv. Boah, es knistert und knackst gerade ordentlich. So, gehen wir mal weg von den Knistern und Knacksen hier. Ich rieche Ärger. Ach, ich rieche nur Tod und Verderben. Solange es keine alte Geisterpiraten sind. Die schauen besser nach, ob jemand hier. Nein! Ah! Nicht so brutal! Okay, gut, das ist ja gut. Kann man nichts dagegen tun. Da hinten. Siehst du da etwas? Nö. Wir sollten das Licht einschalten. Ah, Licht, wer braucht denn das schon? Wende Champion anwesend. Geschafft. Treibst du gerne Sport? Ich zähle bis 10. Okay, und dann? Machen wir hier mal Licht. Das ist Sport, ich zähle bis 10. Na gut, wenn das Sport ist. Niemand außer uns. Ich mache das jetzt. Hast du Haustiere? Das fragst du mich? Na gut, und jetzt hat hier wieder rein, oder wie? Mal warten, 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 warten. Also ich sehe schon, das können wir nicht so schnell durchspielen, wie ich das dann hätte. Was ist dein Lieblingssatz? Das fragst du mich? Psst, leise. Wir schauen besser nach, ob jemand hier ist. So, oder? Haben wir eigentlich ganz gut behindert? Nicht hier entlang gegangen. Oh doch. Lass das rumgequatschen. Aber dieses Brummen ist halt dementsprechend laut. Ich kann mir die Uhr anangeln. Nice. Wir sind ganz allein. Bist du der neue Rekrut? All das herumgeschreite nur wegen einer Blase. Ja, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Was sie wohl haben mit ihrer Blase. Die Tür, ein Ausgang. Jetzt brauchen wir nur noch etwas, um das Schloss zu knacken.
Haus kaputt. Senju Karate, das sollte ihn hauen. Los, Sandy! Alles klar hier. So. Guck. Und drehen, drehen, drehen. Langsame Drehbewegungen, wie es ausschaut. Erweckt! Eine Büroklammer. Die könnte ganz nützlich sein, wenn wir ein Schloss knacken müssen. Ja, das ist so. Die brauchen wir jetzt auch gleich. Ach, Mist. Ich hoffe, ich spawn jetzt nicht wieder an derselben Stelle. Nächster Strike. Versuch. Okay. Weg damit. Rockin' and roll. Ich höre immer noch das Brummen im Hintergrund. Wahrscheinlich, falls hier genauso brummt. Wir müssen flüchten. Na, Deus, hopp. Mein zusätzliches Paar Tentakel könnte dabei gerade richtig sein. Oh yeah. Kaputt gemacht. Na, Deus, der King. Soll ich was mal das sagen? Eine Person mit vier Tentakeln und das. Und hier nochmal. Ey, Leute, das ist. Na, Deus. Oh, meine Augen. Der mächtigste Schnellläufer der Erde, wie es ausschaut. Das ist ein Blubber, Blabber, Wobbel, Wabbel, Blasenraum. Oh, das Wubber, Blabber, Blubbel, Blabbel. Jetzt versuchst du es mal. Jetzt versuchst du es mal. Er sagt was, aber. Ich könnte versuchen, Thaddäus hinüberzuwerfen. Ist auch schon nicht, er macht die ganze Zeit einfach bloß. Ich glaube, der betet. Es ist ganz der betet schön blasig hier. So, ich vermute mal. Den hier werden wir später für Patrick allgemein brauchen. Wir müssen hier Blasen, drüber fetzen. Blasen, ich hasse Blasen. Schön zu hören, dass du das nicht magst. Also schön zu wissen, besser gesagt. Dann wissen wir Bescheid. So, wir gehen mal ganz rüber. Könnte eine große Hilfe sein, wenn ich hinüber will. Ankerwurf. Ja, ganz kurz mal die Zeit hier schnappen. Aber bis jetzt haben wir noch gar nicht so viel Zeit verbraucht. Aufpassen! Natürlich haben wir etwas mehr Zeit verbraucht, aber. Das macht Spaß! Mit unseren Uhren verbrauchen wir nicht so viel Zeit und ich muss noch mal eine extra Runde drehen. Da kommt ich bin zu dumm, Anker zu werfen. Geht doch. Ja, das nehme ich mir, das nehme ich mir. Hier warte ich. Wie soll ich hier vorbeikommen? Wann treffen wir uns wieder? Du redest wohl für ganz Atlantis. Halte die Lichter ein. Das ist dein Witz, oder? Oh nö, das meint ihr natürlich ernst. Oh no. So nicht! Ich hab geschossen. Das na, mach das Licht mal aus. Hörst du etwas? Ja. Wenn die Pflicht ruft, ruft sie sehr laut. Okay, ich glaube, das war jetzt Fail. Na, das war Fail. Ich weiß nicht, wovon du redest. So, rüber, rüber. Runter, rüber. Warten. Okay. Da kann man eigentlich drüber rennen ohne Gefahr. Warten wir ganz kurz. Jetzt können wir drüber rennen ohne Gefahr. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Okay, da werden wir bloß mit unserem Herrn Tadeli durchkommen. Alles klar hier. So, rennen. Jetzt, wenn ich noch eine Blase sehe, werde ich platzen. Achso. Ja gut, dass du platzt, aber lass lieber die Blase platzen. Obwohl, mach sie lieber heile. Müssen wir nicht mehr wegrennen. Was für ein Glück. Ich bin dran. Und ich drehe mich wie Kuckuck. Ein Helikopter. So, ich einmal die hasse Uhr. Es nicht, Patrick. Aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Ja, natürlich. Was hast du erwartet? Das ist auch alles deine Schuld. Okay, ich glaube, ich muss. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen besser positionieren. Jetzt komme ich. So. Den Ankerwurf geworfen gegen den Wurf. Arbeit, Arbeit, Arbeit! Ja.
Diese Atlantianer brauchen eine Blasentherapie. Eine Blasentherapie. Ja gut, sie bräuchten halt mal eine Anti-Aggressionstherapie. Obwohl, kann man es eigentlich ganz gut verstehen, wenn man das größten Schatz von jemand kaputt macht. Gut. Patrick, wir müssen von hier. Man kann es, glaube ich, doch verstehen, oder Leute? Und das alles, weil ich ein gesetzloser Blasenplatzer bin. Hör mal auf damit. Habe ich da wirklich meinen Kopf drin? Ich steck da meinen Kopf hinein. Oh, geil. So Leute, wir sind hier wieder da. Nicht einfach hier herauszukommen. Ich frage mich, was in meiner so, und wer ist unser zweiter Gefährte? Habe ich, glaube ich, jetzt gerade etwas übersehen. Hab dich. Ach, kann ja bloß einer sein. Guck Leute, konnte ja bloß einer sein. Schau euch. Jam, 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 jam. Also solche Taschen hätte ich auch ganz gerne. Schaut euch das an, Alter. Wir rasen hier das Level. Ein Eichhörnchen und eine Krabbe gegen die Macht von Atlantis. Es könnte funktionieren. Das wird wohl Schwammkantes sein. Wuhu. Gefangen. Ich warte hier. Das ist auch schon, ist das einfach nur ein Level, wo man hauptsächlich ihn braucht. So, aber hier kommt doch... Ah. Nein, lass mal die Lichter aus. Wie fehle es dir? Ich bin in meinen magischen Taschen. Außer uns Wächtern ist niemand hier. Schaust du dir heute Abend irgendwas im Fernsehen an? Wenn die Pflicht... Zack, gegen die Mauer. Abbruch. Okay, Abbruch. Abbruch, danke. Es ist auch schon, bleiben meine Taschen heftig. Und wollen irgendwas fressen. Siehst du da etwas? Und jetzt? Okay, gut, gehen wir mal zu Zenny mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Aber ich glaube, ich weiß es immer noch nicht. Das ist nichts für mich. Was soll ich machen? Alles klar hier. Wann treffen wir uns wieder? Wie wäre es mit etwas Ruhe? Wir sollten das. Ja, auch schon, oder? Kann ich da oben durch? Wir sollten diesen Bereich überprüfen. Ah, nee, warte mal ganz kurz, Leute. Ich verstehe es jetzt gerade nicht so ganz, hier was ich tun soll. Also, ja, das ist schön, aber ich komme ja da nicht hinter. Okay, ja. Außer uns Wächtern ist niemand hier. Wirst du problematisch. Wir sind hier ganz alleine. Sehr problematisch. Licht an. Aber keine Ahnung, was ich tun soll. Das hier bringt ja nichts. Diese Touristen sind offensichtlich nicht hier entlang gegangen. Das hier bringt auch nichts. Lass uns die Lichter ein wenig anmachen. Diese Touristen sind offensichtlich. Ah, Leute, jetzt das verstehe ich. Was ist besser? Halte die Lichter ein. Nein! Oh. Das ist ja fast in die Hose gegangen. Wir sind ganz alleine. Und hinterwärts. Zeit, die Lichter einzuschalten. So, oder? Warum lässt sich das Spiel nicht abbrechen? Hast du die neuen Helme gesehen? Ich glaube, Seegurken. Zeit, dass wir uns umschauen. Diese Touristen sind offensichtlich nicht hier entlang gegangen. So, okay, Leute. Keine Ahnung, was das war. Und zack, hier wieder rüber.
Hast du den König jemals nach diesem Geruch gefragt? Hör auf, Fragen zu stellen. Und welchen Geruch? Nach Geld? Ich glaube mal nicht, Kollege. Na, zack, 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 zack. Das wäre fast losgegangen, genau. Dieser Schalter muss gedrückt werden. Yes, jetzt kann Sandy auch mal hier durch. Tempo! Da röste mir doch einer eine Nuss. Ich vermute mal, ich brauche sie auch irgendwo hier. Aber ich muss mal ganz kurz eine Pause einlegen. Komm gleich wieder. Okay, Leute. Das war die Pause. Zack, zack. Wahrscheinlich muss ich hoch. Ach komm, schaffen wir mal so. Ah! Okay, gut. Das war zuvor laut. Ah, geh mal weg, du Lampen da. Kannst du mit deiner Zunge deine Nase berühren? Total. Lass uns die Lichter ein wenig anmachen. Nein! Ah, okay, gut, egal. Die mit ihren Lichtern hier. Lichter, Lichter, Lichter. Bei dir brennt's auch gleich. Lichterloh. Nein, hier sind keine Touristen. Mir würde dieser Ort besser gefallen, wenn wir keine Gesetzlosen wären. Ja, Gesetzlose, ja gut, kann man sagen, muss man nicht. Könnte sein, muss nicht. Zeit, die Lichter einzuschalten. Okay, wie es auch schon kommt, ich da ja nicht jetzt mit ihm weiter. Ich muss wirklich jetzt dauerhaft mit Sandy. Wir müssen richtig leise sein. Ja, mach dir nicht ins Hemd. Braves Lasso. Ich glaube es nicht. Heimat der Künstler? Eher die Heimat des Ungeziefers. Braves Lasso. Und wir sind durch. Diese Atlantianer sind verrückt. Ruckel, ruckel, zickel. Mach irgendwas. Mach's kaputt. Genau, neuer Rekrut. Ich liebe diese kleine Katzin. Uiui, ja, gerade ein bisschen verpixelt hier. Wissenschaftsraum. Jetzt aber wir mit. Wieder mit Thaddeus zusammen, wie es ausschaut. Hier sieht es ziemlich knifflig aus. Ist das ein Raum oder eine Gleichung? Das ist ein Raum und keine Gleichung. Ich kann Eiscreme mit Tanggeschmack riechen. Schön, dass du Eiscreme riechen kannst. Wow, ich fühle mich, als wäre ich in einem Gehirn. Juhu! Wir wollen darüber nicht reden, Leute. Thaddeus, ich sollte dich wissen lassen, dass Wissenschaft nicht meine Stärke ist. Patrick, ich wünschte, ich wäre mit SpongeBob hier. Warum sagst du nicht lieber mit Sandy? Ich bin erschöpft. Und oh, Leute, das Spiel stichelt halt auch wirklich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen drauf an. Aber wir kennen ja schon... Arbeit. Du hörst dich ein bisschen an wie... Und hepp. Naja, egal. Warum? Und jetzt? Wir sollten diesen Bereich überprüfen. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, die Uhren zu holen. Da was für eine Zeitverschwendung. Bin ich das? Oder ist es dieser Ort, der wirklich seltsam ist? Dieser Ort ist wirklich blöd. So, hier kann ich drüber jumpen. Wir sollten die Wissenschaftler besser nicht nerven. Hier ist kein einziger Wissenschaftler hier. Es sind bloß Leute an der Lampe. Das war heiß. Lampenleute. Nie öffnet mal jemand eine Tür für mich. Wir sollten das Licht einschalten. So. Na dann, viel Spaß. Ich bin dran. Ja, wir sind dran. In Ordnung. Was ist... Zeit, die Lichter einzuschalten. Zack. Stehen bleiben. Ich laufe halt auch noch rein. So nicht. Intelligent muss man schon sein. Was ist passiert? Was war denn gestern mit dir los? Vielleicht eine weitere Übung. Dieser Raum lässt mich total kompliziert fühlen. Hey, Taddel, kannst du ein Stück zur Seite? Und hä? Ja, Taddel steht hier etwas dezent im Wege.
Ich dachte einfach, dass er vor ihm landet, aber ja gut, egal. Kuckuck. Ich habe so, jetzt tausche ich meinen Anker Patrick, gegen dich, dann passt das. Experimenten fern. Du bist schon Experiment 626. Wo bist du? Wenn ich wieder nach Hause komme, ziehe ich zurück nach Tentakelstadt. Ja, stimmt. Tentakelstadt, da gibt's ja auch. Alles klar hier. Was war denn gestern mit dir los? Ich habe... Ich flüstere einen Schrei. Ah. Okay. What war das jetzt? Muss ich das jetzt wissen? Will ich das jetzt wissen? Ja. Warum weißt du das nicht? Wer ist für diesen Boden verantwortlich? Niemand, außer uns. Wer ist für diesen Boden verantwortlich? Niemand, außer uns. Wir sollten ja, gut. Einschalten. Die Antwort haben sie schon selber gegeben. Heftig. Also, hier gibt es auch nie etwas zu tun. Weißt du, was ein Burger ist? Nö. Ich weiß nicht, wovon du redest. Tadeli, leg los. Ganz, nein. Ganz leise sein. Das soll hey. Ganz, ganz leise sein. Brüllt da uns richtig in die Löffel. Aus. Aber ja gut, kann man ja mal machen. Na, ich vermute mal, ich muss jetzt zwei verschiedene Wege einschlagen. Gibt es hier einen Zimmerservice? Natürlich. Hast du es nicht gesehen? Da. Grünes Glibberzeug, das ist der Zimmerservice heutzutage. Von diesem Wissenschaftskram bekomme ich Kopfschmerzen. Ich habe auch schon Kopfschmerzen. Aber nicht von diesem Wissenschaftsding, sondern von deinem Gelaber, Digga. Was ist bei dir schief manchmal? Ich trete da mit den Füßen rein. Naja. Hier läuft. Hast du mal die neue Uniform ausprobiert? Du redest zu viel. Du redest zu viel. Nein, ich rede zu wenig, Leute. Oder? Nun, Mr. Krabs, ich glaube nicht, dass wir hier jemanden verärgern sollten. Ja gut, so, ja, ich sag dazu mal lieber nichts, aber ich habe ganz böse Gefühle. Achso, das sollte Mr. auch wirklich Krabs, so sein. Ich möchte, dass Sie wissen, dass es mir eine Ehre war, Ihre Burger zu braten. Das war mir eine Ehre. Was für eine Ehre, Burger zu braten. Ich weiß, dass ich schon bald meine gute alte Ananas wiedersehen werde. Ich okay, kann es kaum erwarten, wieder Burger zu braten. Sind nicht so ganz, aber ich... Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. So, warten. Ich muss ja schon mal das Gold wegfressen auf der einen Seite. Meine Hose, die qualmt schon vor lauter Essenshunger, du. Zack, rübergeschossen. Vor lauter Hunger ist sie schon am Qualmen in einem Dutzend. So, da, wo... Ja gut, ich kann ja bloß ich in die bin Richtung. Dran. Na also, zack, auf das einmal erfordert Krabs echtes überrollt. Herumschleichen. Ja, natürlich, was hast du gedacht? Wo ich geht es hier nach draußen? Keine Ahnung, das war, glaube ich, Sackgasse einfach bloß. Ich habe eine andere Idee, was es sein könnte. Zeit zum Wechseln. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Zack, ich hänge gegen eine Mauer. Was für ein Glück, dass ich mit einer alten Marinekrabbe unterwegs bin. Stimmt's, Sir? Alten Marinekrabbe hier. Ja, Mr. Krabs war ja bei der Marine, wenn es mich recht täuscht. Agent Schwamm ist unterwegs. Nicht richtig und auch schon und auch wieder nicht. Das ist so eine seltsame Sache. Ich bin der Wendt. Ich schätze, die Atlantianer waren nicht immer so friedlich. Jein. Oh, oh. Nein. Schau dich hier um. Hier sind überall Waffen, aber die sind gefüllt tut mit mir leid, Eiscreme. Sie verschießen Eiscreme. Sie bestehen aus Eiscreme. Sie lieben Eiscreme. Das ist ja riesig hier. Zu Eiscreme, man. Ja. Oh, ganz kurz nochmal.
Testversion 1.0, gut, passt. Ich bin dran. Ist alles okay, ich komme auch so durch. Falscher Weg. Oh Mann. Wirklich? Wirklich jetzt? Tut mir leid deswegen. Das kleine Ministück kann ich da runterfallen. Ja, oh, ich muss jetzt zweimal durchstupsen. Ich glaube, es war eine schlechte Idee, die Atlantianer zu verärgern. Ja, SpongeBob, das war eine richtig schlechte Idee. Jetzt entschuldige dich mal sofort und geh. Yeah, gewendet. So, soweit wie es geht, wieder mit SpongeBob durch. Und ich vermute mal, hier werden wir in den Gelände haben. Wieder Gold versteckt und... Oh, zack, hat uns gleich rübergezogen. Hat keine 2 Sekunden gedauert. Abbruch. Lauf, 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 lauf. Und das war ein Fehler. Es hat uns mehr Zeit gekostet, als es uns gebracht hat. Aber egal. Wird schon gehen. So, SpongeBob, mach mal du die Tür auf. Ich vermute mal, du machst das mit dem Pfannwender. Ich bin dran. Nein, das macht er auch mit der Hand. Ich hätte auch gedacht, das wäre doch so richtig cool mit irgendwas. Aber naja, gut. Dann halt eben nicht. Muss man auch schon wieder sagen, das ist auch wieder ein dezent langes Level. Also 5 Stück insgesamt. Weil es 5 Level in einem Silber. Level. Wir Als... haben Silber! Ja, Silber. Freu dich und kauf den Dauerlutscher. Ein silbernen Dauerlutscher. So, unsere Zeit sagt, das ist schon wieder vorbei. Also yoi, ciao, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt SpongeBob Schwankorb vs. Doom.